Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Donnerstag hier beim JFD-Devisenradar, 17. März. Ich grüße Sie an dieser Stelle. Und ein Tag nach dem Fed-Event könnte es eigentlich nicht klarer aussehen an den Märkten. Wir haben im gestrigen JFD-Devisenradar-Webinar auch schon darauf hingewiesen, dass hier wohl das Aufwärtsmomentum sowohl beim Euro als auch bei anderen Pairs, die in US-Dollar gehandelt werden, überwiegt. Und ja, gestern mit den Aussagen der US-Notenbank hat sich das Ganze natürlich ein Stück weit verschärft. Also die Situation, die das hier die ja, rasche Zinsanhebung, die aggressivere Restriktion in Sachen expansiver Geldpolitik hier Form annimmt, wurde doch ein Stück weit relativiert, denn wie man feststellt im Nachhinein, hat sich hier die Mehrheit der stimmberechtigten Notenbanker bis zum Jahresende hin, und da sind ja praktisch insgesamt vier Zinsschritte in Aussicht gestellt worden, hier praktisch bis zum Jahresende hin auf einen Leitzins in Richtung 1% geeinigt. Das ist natürlich sehr, sehr weniger oder viel, viel weniger als eigentlich noch hier im vergangenen Jahr hier prognostiziert. Und vermutlich gibt es auch dieses Jahr keine vier, sondern dann wahrscheinlich nur zwei Zinsschritte. Das ist natürlich hier genau diese Tatsache, die hier den Markt ganz schön erschüttert hat, den US-Dollar vielmehr auch nach unten gedrückt hat, und davon profitierte der Australdollar gegenüber dem US-Dollar unlängst. Wir schauen kurz in den Tag, bevor wir gleich in die Woche gehen, und zwar hier das Seasonal Long Trade Setup, hier praktisch mit Schlusspreis der Kerze hier vom 16.3. Sie erinnern sich an dieses Setup, was ich hier im TradeMiner vorgestellt hatte. Hier am 15.3., vielmehr mit dem Schlusspreis 15.3., nicht 16.3. genau, wurde hier praktisch ein saisonales Long Setup kreiert, was hier per se in der Vergangenheit zu einer sehr, sehr stattlichen Performance führte. Wir haben jetzt schon drei Gewinnjahre in Folge wieder gehabt. Es sieht aktuell, wenn es so bleibt, danach aus, als hätten wir hier tatsächlich das vierte Gewinnjahr vor uns. Das saisonale Zeitfenster sehen Sie hier. Der durchschnittliche PIP-Gewinn, das waren 255 Pips, meine ich, genau. Durchschnittlicher Profit 255 Pips. Das ist etwa der Bereich, den wir hier bald erreichen. In dieser Zone sollte man dann auf jeden Fall über Teilverkäufe nachdenken und auch den Trade nach Möglichkeit idealerweise absichern. Weil, wie gesagt, wenn man rein das saisonale Setup sieht, dann sieht es eben so aus, als würde der Markt zumindest von dem Performance-Schub her pausieren können, obgleich hier der größte Profit waren sogar 664 Pips in dieser Zeitspanne vom 15.3. bis 14.4. Also da kann natürlich noch viel, viel mehr gehen, und insbesondere durch diesen US-Dollar-bärischen Bias, der jetzt hier ausgestrahlt wurde, hat der Australdollar hier auf jeden Fall seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Hier der leichte Dip in Richtung 74,15, 0,74,15 vielmehr erfolgte wirklich nur marginal. Am 16.3. sahen wir hier ein Tief bei 0,74,12, also nahezu Punktlandung. Hätte ruhig noch ein Stück tiefer gehen können, aber jetzt mit dem Ausbruch über 0,76, wenn wir uns da heute halten, sieht das hier gut aus. 0,76, 0,75,90 ist ein Niveau, was im Prinzip jetzt weitere Performance verspricht, wenn sich das Paar darüber halten kann. Und das sieht bislang gar nicht mal schlecht aus. Das Niveau ist auch hier interessant, wenn wir uns den Wochenchart anschauen, denn da haben wir hier diese, ja, Horizontalwiderstandslinie seit Februar des letzten Jahres, also deutlich über ein Jahr alt. Das Level diente hier im Jahr 2015 als Supportzone, wurde dann hier mit der Kerze vom Juni, also Ende Juni, nach unten durchbrochen, und dann gab es hier die nächste Ausverkaufswelle. Jetzt hier leichte Stabilisierung, kleiner Fakeout unten. Wir hatten das, wie gesagt, unlängst im Devisenradar schon kommentiert, und jetzt sehen wir hier seither eine sehr, sehr steile, starke Performance. Und wenn wir den Chart jetzt hier auf Wochenbasis sehen, dann kann sich eben hier durchaus noch eine Performance in Richtung 0,80, 50, 0,81 ergeben, was dann vom aktuellen Niveau ausgehend auch mal ebenso in Anführungszeichen 450 Pips wären. Knapp 5,8% kann hier durchaus noch in Sachen Aufwertung geschehen, denn wir haben eigentlich technisch gesehen hier im Bereich 0,80, 0,80, 50, 0,81 den ersten wirklichen Widerstand. Klar, hier die Hochs vom Sommer des letzten Jahres, hier vom Juni speziell, die kann man theoretisch auch als leichte Widerstandshürde nehmen, aber richtig signifikant eigentlich erst hier weiter oben oberhalb von 0,80 der Australdollar unterwegs. Das passt natürlich auch hier zu dem saisonalen Setup, was ich durchaus eben auch weiter fortsetzen kann. Hier die Vorausschau mal in Sachen Saisonalität der kommenden 20 Tage. Wir gehen mal 40 Tage in die Zukunft und schauen mal, wie es denn da aussieht. Und da wird deutlich, dass wir hier sogar bis in den Mai hinein
deutlich in den Mai hinein ein saisonal bullisches Muster sehen. Hier Mitte April, das ist der Dip, wo die Saisonalität dann aussteigt. Also hier am 14.04. praktisch Ende des saisonalen bullischen Setups hängt hier mit zusammen. Da sehen Sie auch hier sehr schön, dass es saisonal da hier eine Schwäche gibt Mitte April. Aber unter Positionstrading-Gesichtspunkten kann es dann durchaus weiter raufgehen bis in den Mai hinein. Und jetzt legen wir direkt nochmal einen drauf und schauen mal, was dann passiert, wenn wir hier bis in den Juni schauen wollen. Also 60 Vorausschautage, da sehen wir ja, im Mai dann ist sozusagen die jetzt hier bevorstehende Aufwertungsphase ja ein Stück weit erschöpft. Und hier muss man dann eben wirklich sehen, ob es Sinn macht, hier dann noch großartig ein Long Setup zu halten. Aber in jedem Fall sehr, sehr interessant. Und es kommt noch dazu, dass dies natürlich auch in gewisser Art ein Carry Trade ist. Das heißt, wenn man hier Long geht beim Australdollar, US-Dollar, erhalten Sie natürlich nächtlich eine Zinsgutschrift aufgrund der Zinsdifferenz der Leitzinsen der jeweiligen Währung. Australdollar hier natürlich wesentlich stärker am Start als der US-Dollar und insofern hier ein Zinsvorteil, wenn man den Australdollar long gegenüber den US-Dollar spielt. Und das sieht, wie gesagt, gut aus. Gehen wir noch kurz in die Stunde. Da ist, wie gesagt, jetzt schon viel gelaufen. Wir sind beim Australdollar an der Daily Range. Aktuell schon 112 Pips hier nach oben gelaufen. Klar, gestriges Tageshoch vom Abend überschritten. Also die Rallye ging direkt weiter. Wir sind, wie gesagt, jetzt erschöpft in Sachen Performance. Hier die Fettkerze von gestern Abend. Man muss sagen, wie gesagt, von der Pip-Performance ist die Luft so ein Stück weit raus. Also wir sind 112 Pips gelaufen. Im Schnitt bewegt sich das Paar 95 Pips. So zwischen ja, 90 und 100, eben rund 95 Pips. Das heißt, da sind wir jetzt drüber. Also es sollte nicht überraschen, wenn wir jetzt hier konsolidieren. Im Intraday-Bereich wären hier zum Beispiel Rücksetzer an das Level 0,7590, 0,76, sehr, sehr interessant. Sollte es hier so eine Schwäche geben, dann könnte man hier durchaus zugreifen im Sinne einer dann wohlwollend wieder stattfindenden Aufwertungsphase. Also der Australdollar gegenüber dem US-Dollar bleibt interessant. Insbesondere hier mit Blick auf den Wochenchart und kurzfristige Rücksetzer, sofern sie denn kommen, würden sich hier auf jeden Fall anbieten für einen Long Trade. Ansonsten mal abwarten, was heute passiert. Von den Ranges Euro-US-Dollar hat noch ein Stück weit was zu bieten. Alle anderen Yen-Pairs zum Beispiel sind auch hier schon in der Nacht deutlich wieder unter Druck geraten. Da sind die Ranges auch weitgehend erschöpft. Also ob man jetzt hier da so aggressiv die Einstiege suchen muss, das ja, bleibt zu überlegen. Generell aber hier der Bias, definitiv bärisch für den Dollar. Und bullisch für alle in Dollar gehandelten Währungspaare bzw. alle Währungen, die hier mit dem Dollar im Kontext stehen, sollten hier von der Dollarschwäche zunächst auch weiter profitieren können. Also bleibt spannend. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute wieder einen kleinen Input geben. Wer den Australdollar saisonal eingefangen hat, Glückwunsch an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall heute auch wieder viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder um 9:30 Uhr, das JFD Devisenradar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.